Lehrlingsparabel. Also mal angenommen, Sie wären ein Handwerkschef oder eine Handwerkschefin und hätten die Wahl zwischen zwei Jungs. Morgens in der Handwerksbude um 7, sagen wir, die beiden heißen Matze aus Parkirchen und Ali aus Afghanistan. Der eine bekommt das zweite Auge kaum auf und wundert sich, warum ihm die Kaffeetasse keinen Halt gibt, an der er sich festhält. Sie müssen ihm alles dreimal erklären, bis es in seinem vom Vorhaben vom schwarzen Afghanen, das ist Haschisch, noch zugedrückten Gehirnzellen endlich ankommt. Und es ihm dann mit zwei linken Händen nicht gelingt, den Arbeitsauftrag ohne größere Verletzung von 8 Fingern auszuführen. Nur seine Daumen arbeiten perfekt. Also geben Sie ihm am besten einen Dörteljob, am besten in der Telefonzentrale, wenn Sie eine haben. Bei einem anderen Arbeiten, die mehr Finger benötigen, wie Schrauben, Schweißen, Montieren, außer Masturbieren, wird es schwierig sein, eine verletzungsfreie, gewinnträchtige Aufgabe für Matze zu finden. Die Kenntnis seiner deutschen Sprache allerdings ist laut Zeugnis hervorragend. Gut im gepflegten Vokabularium, das heißt im Wortschatz, sind noch Lücken. Dafür ist er in Semantik sehr stark. Besonders ausgeprägt ist Matzes semantische Kenntnis des Mittelfingers. Dem gegenüber steht Ali aus Afghanistan, ein hellwacher, aufgeweckter, allerdings schwer traumatisierter Junge, der nichts zu verlieren hat, außer sein Leben. Der zu den 89% gehört, die es im letzten halben Jahr geschafft haben, auf einer lebensgefährlichen, höchst ungewissen und teuren Flucht zu Fuß, mit dem LKW und dem Schlauchboot überlebt zu haben. Ali ist also ein absoluter Gewinnertyp mit Survival-Kenntnissen, der sich lösungsorientiert, äußerst agil und flexibel, immer zu helfen weiß und der weiß, wie man aus Scheiße Gold macht, wenn auch nicht ganz legal. Wie auch, weil alles, was er macht, ist ja illegal, weil er ist ja selber illegal. Der sich selbstständig ernähren und unter den widrigsten Umständen überleben kann, ohne dabei den Mut zu verlieren. Der weiß, wofür es sich zu überleben lohnt und dessen Lebenswillen noch ungebrochen ist. Der lernt, wenn ich alles tun würde, auch die letzte Drecksarbeit machen würde, selbst die von Matze aus Frust über die so schwierige Aufgabe von seinem Chef ins Klo gestopfte Klopapierrolle mit dem nackten Arm aus dem Siphon zu fischen, nur wenn er die Gewissheit hätte, die Ausbildung abschließen zu können, ohne währenddessen abgeschoben zu werden in ein Land, in dem die größte Perspektive für ihn der Tod ist. Sein Deutsch allerdings. Ja, was soll ich sagen? Die Grammatik ist eine Katastrophe. Der Wortschatz ist ähnlich dem von Matze, nur die Semantik des Mittelfingers ist ihm noch nicht bekannt. Aber das wird sich bald ändern, falls die beiden diesen Tag gemeinsam verbringen sollten. Wen würden Sie als Lehrling auswählen? Ali oder Matze?